Das ist unser Brotversuch Nummer 1 und heute wird uns morgen. Wir sind jetzt hier an einem Platz angekommen, wunderschön, am See, am Strand. Es ist noch ein bisschen frisch, aber morgen soll es sonnig werden. Und wenn das so der Fall ist, dann werden wir morgen gleich da bleiben. Und wir haben jetzt noch einen Cake gemacht, gerade auf dem Feuer. Ich hoffe, der kommt gut. Melden wir uns wieder, wie es aussieht. Unser Cake ist jetzt eine Stunde auf dem Feuer, bzw. im Feuer. Und jetzt schauen wir mal, wie es da drin aussieht. Schmecken zusammen gut. Mal schauen, wie es rausbringt. Oh, das ist aber noch ein bisschen weich. Ich glaube, ist fertig. Innen noch ein bisschen weich. Schön, gut. Ja, perfekt. Mega gut. Wir haben einen Kaffee gehabt, den wir gekauft haben. Oh, in der Grusi hat nach Gaugummi geschmeckt. Aber im Kuchen. Sehr geil. Heute ist endlich mal ein schöner Tag, der einzige von all diesen Regentagen und kalten Tagen. Jetzt können wir endlich mal unsere Waschmaschine ausprobieren und können auch einfach mal einen Tag Pause von diesen Fahrtagen machen. Wir haben ja früher in einer 90 Quadratmeter, wo ich gelebt. Das haben wir jetzt das Ganze ein bisschen verkleinert auf 5,5 Quadratmeter. Und wie das Ganze aussieht, das zeigen wir euch jetzt mal. Hier innen haben wir unsere Küche, unseren Wohnbereich, wenn es jetzt mal Schlechtwetter ist oder kalt oder weiss ich auch nicht was. Und zum Beispiel eben haben wir unser Brünneli, unseren Wasserhahn, den kann man auch rausnehmen und praktisch die gleiche Flasche füllen. Das Wasser kommt von da hinten, haben wir Kanister, das sehen wir dann später noch. Und es läuft mit einer Tauchpumpe, ganz normale Technik, ganz simpel einschalten, dann läuft es. Da hinten steht normalerweise der Kocher. Den haben wir jetzt gerade draussen, weil wir auch oft draussen kochen. Jetzt, wenn es schön Wetter ist, sowieso. Und wenn es jetzt windet und so, ist es recht praktisch, wenn wir das hier rein machen können. Da unten ist unsere ganze Küchenutensilie, also Besteck, Pfanne, Gewürz da und all das Zeug mit Abwaschsachen und unserem Kühlschrank. Kleine Dometic 45 Liter Kühlschrank. Wenn wir eine Woche nicht aufgemacht haben, müssen wir ein bisschen schauen. Also Steffi muss vor allem ein bisschen schauen, wie man alles hinbringt, aber die macht das immer wunderbar. Dann haben wir da hinten, sind alle unsere Kleider drin. Und auf dieser Seite hier ist eigentlich unser ganzes Essen drin. Das ist noch gut, da unten bleibt es wirklich schön kühl. Es ist nicht mal, braucht einen grossen Kühlschrank für gewisse Sachen, weil es einfach eigentlich recht kühl bleibt. Sogar das Bier bleibt eigentlich fast genug kühl, dass du so kannst nutzen. Auch wenn es wärmer ist. Das hier oben ist der Kind ihres Bett. Das ist jetzt im ausgezogenen Zustand. Normalerweise kann man das dann auch so hinterher schieben, dass man eigentlich
schön gut Platz haben, hier auch zum Sitzen. Das wird bis daher geht das retour von dem her. Das ist jetzt der Auszugzustand, so schlaft das Kind. Und der Tisch da kann man klappen. Das Gerüst, das jetzt hier oben ist, ist normalerweise auch da hinten unten. Und dann so schlafen wir drinnen. Am Morgen tun wir sie noch nicht zu hinten und dann beim Fahren unten anziehen, dass es geht. Da ist der Kind eigentlich ihr Reich, da fahren sie mit. Da hinten sind ihre Sitz. Da haben wir auch noch einen Vorhang zum Zumachen, schnell ziehen. Und dann ist hier auch dunkel. Da oben haben wir eigentlich unseren Hauptlagerraum für jenste Sachen. Die ganze Elektronik, wir haben Kinderspielsachen, wir haben Wickelzeug, wir haben diverse Sachen da drin, Bücher. Also da ist wirklich Angelrute, Floss, alles ist da drin. Das ist super Platz. Auf den können wir nicht mehr verzichten. Der ist wirklich Gold wert. Das ist unsere Waschmaschine und heute haben wir endlich mal Wasser und Zeit zum Wischwaschen. Und das geht so. Und wie geht es jetzt weiter? Normalerweise ist es so, dass wir es auf dem Dach haben und wenn wir fahren, schüttelt es das recht durch, so wie die Waschmaschine zuhause. Jetzt müssen wir es halt in die Sonne legen, ein bisschen von Zeit zu Zeit ein bisschen schütteln, nachher alles auswaschen, aufhängen. Das ist unsere Duschmöglichkeit hier. Wir haben einen Wassersack, den legen wir dazu, der wärmt sich auf über den Tag. Und am Abend haben wir schöne warme Dusche mit Brause. So, hier rein. Halt durch! Ein anderer Tag, ein anderes Brot. Und das Mal haben wir es über dem Feuer und nicht über dem Gas gemacht. Und wir haben recht viel Gruß auf oben drauf da, darum ist es oben ein bisschen farbig. Und hört mal, vielleicht hört ihr das. Einfach perfekt. So gut. Ach, ich bin gespannt auf morgen. Ja, das haben wir alles hier in unserem Heck verstellt. Einfach eine Schaufel, einen Grill. Das ist unser Abfallsack. Den wir hier aufmachen. Ja. Zuerst haben wir hier so die Schütze und Isolation für die Scheiben, wegen dem Heizen und wegen der Sonne. Unser Wanderrucksack. Und hier haben wir unser Wasser. Und hinten dran ist Gasflasche und da hinten dran ist noch Gasheizung. Da unten ist normalerweise der Tisch verstellt, schön da unten drin. Das Bier haben wir dabei und da unten auch die Kisten mit jenstem Material drin, Werkzeug und allem. Normalerweise können wir hier den Stuhl her. Auch da so, was perfekt hier. Wir haben Wasser haben wir im Gesamten 95 Liter dabei. Wir haben hier 75 Liter und vorne noch zwei Handkanister, einfach hier 10 Liter. Und das ist der für die Markise. Genau. Mach zu.
Tag schön Wetter, regnet es schon wieder und wir sind ganz schnell reingeflüchtet. Zum Glück haben wir einen Platz zum Sitzen da rein. Landschaften hinter uns hatte, wo es hügelig war, mit viel Wald und alles. Und jetzt Richtung Westen kommen wir langsam in Prairies. Das heisst, immer weniger Wald, immer Fläche. Und bald hört es den Wald einmal auf mit dem Wald, dann ist er glaube ich nur noch flach und Felder. Fertig Wald, jetzt die Felder flach geradeaus. Also zu dieser Family, die wir jetzt gehen, also sie ist Schweizerin, er ist glaube ich Kanadier. Wir kennen es eigentlich noch nicht. Aber sie haben eine grosse Farm. Und sie hat mir jetzt vorher gesagt, ihre Verlobte oder Freund, den gehe ich jetzt Mais säen. Aber was willst du Mais säen? Das ist ja verdammt morgen Regen. Was willst du noch Wetter anlegen? Was für uns rettet.